Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Agent A, A Puzzle in Disguise, entwickelt von Jack & Co. und ist erschienen im August 2019. Und wir sind ein, ja, Geheimagent, der eine Spionin fangen muss, die wohl unsere Feindin ist. Es sah wirklich wunderschön aus, die Screenshots und die Grafik haben mir total gefallen. Also würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los und starten das Spiel mit Kapitel 1. Kapitel 1. Ein verstecktes Rätsel. Good evening, Agent A. Your new mission is in from headquarters. Meet Ruby LaRouge, an enemy spy who we believe is targeting our secret agents. We need you to follow Ruby, then locate and infiltrate her secret lair. Once inside, it is imperative that you uncover her plans. Oh, and Agent, do be careful. Miss LaRouge has a taste for dismissing agents such as yourself. Alles klar, die hat einfach unseren Boss hochgejagt. Vielleicht hat er ja noch überlebt. Ich hoffe. Ja, und trotz hochgejagtem Boss werden wir sie jetzt wahrscheinlich fangen und stellen. Mal gucken. Unfassbar. Ruby wird teuer dafür bezahlen, was sie dem Boss angetan hat. Ich werde diese Schlange in ihrer eigenen Höhle einfangen. Ruby LaRouge finden. Okay, ja, ich werde es versuchen auf jeden Fall. Wir sind hier auf ihrer Insel. Gucken wir erstmal in den Mülleimer. Ah, es ist ein Briefkasten. Hoppla. Ja, was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall was drin. Schlüssel und irgendeine Karte. Da ist etwas drin, aber wie öffne ich ihn? Sie hat in der Tat einen ziemlich ausgeklügelten Briefkasten. Okay, hier muss irgendeine Karte rein, ne? Ein leerer Schlitz. Okay, das wirkt wie ein Rätsel. Scheinen wir noch nicht weiterzukommen. Einen Stromkasten gibt's auch. Sieht aus wie ein Stromzähler. Aber natürlich ist er verschlossen. Ja, okay, da kommen wir also auch nicht weiter. Was haben wir hier? Können wir da dran drehen? Oh, wir können nicht dran drehen, aber es ist... Ah, das scheint die Hauptwasserleitung für das Haus zu sein. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, dann können wir hier doch noch nichts einsammeln. Dann gucken wir doch mal... Vogel. Das war Rubys Boot. Sie muss zu Hause sein. Okay, dann gucken wir doch mal hier an die Tür. Der Geheimdienst hat ihr Boot in der Nähe geortet. Das muss ihr Geheimversteck sein. Und wir wollen natürlich eindringen. Okay. Die Tür erstmal. Verschlossen. Wie komme ich nur rein? Okay, gut, dass kein Alarm ausgelöst wurde. Ist der Schlüssel vielleicht unter der Türmatte? Nein. Nee, sie versteckt sich nicht hier drunter. Okay, schade. Was haben wir hier? Einen Lichtschalter? Oder so. Ein goldenes Schlüsselloch. Jetzt brauche ich einen Schlüssel davor. Huiuiui, Leute, wir haben hier verschlossene Türen. Eine nach der anderen. Hier die Lampe. Eine flackernde Lampe. Häusliche Instandhaltung steht derzeit wohl nicht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste. Okay, dann haben wir hier noch so einen Brunnen. Ist da vielleicht was drin? Ein wundervolles Wasserspiel. Es streichelt die Seele, aber darüber hinaus kann ich nichts damit anfangen. Schade, hätte ja sein können, sie hat da was drin fallen lassen oder so. Pflanze vielleicht noch? Ah! Aha! Oho, schauen wir mal. Goldener Schlüssel. Okay. Ja, den brauchen wir bestimmt hierfür.
Ein goldener Schlüssel. Er passt. Ah, okay. Ein Zahlencode. Nee, das ist der falsche. Okay, wie finden wir den raus? Wir müssen uns nochmal umsehen. Hier waren wir ja schon, aber hier ist auch nichts weiter. Ein wundervoller Abend, um eine Spionin zu fassen. Da kann ich dir nur zustimmen. Können wir hier zur Seite noch irgendwo hin? Entzückendes Gebüsch, aber ich sollte hinein und zwar pronto. Oder hier zu dem Boot vielleicht? Keine Zeit vergeuden, ich gehe rein und fange diese Schlange. Hier ist ja noch eine Garage, ne? Vielleicht können wir die Lampe irgendwie austauschen gegen eine Lampe, die Fingerabdrücke sichtbar macht. Hier so auf dem Pad. Können auch einfach mal... Moment. Vielleicht ist hier ja ein Hinweis. Vielleicht ist es das Wasserspiel. Rechts... Vielleicht... Ich probiere das mal. Ah, okay. Nee, es fing schon falsch an. Ist nur eine Taste die Lösung? Das könnte man ja rausprobieren, ne? Ansonsten... Hier das Haus vielleicht irgendein Hinweis? Oder... Keine Zeit vergeuden. Ja, ich weiß. Oder hier? Nee, ich glaube, das hier ist ein völlig anderes Rätsel, ehrlich gesagt. Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Wir können ja einfach mal probieren. Wenn es nur ein Knopf ist... Okay, es ist nicht nur ein Knopf, aber es ist... Nee, das ist der falsche. Das könnten wir jetzt natürlich ausprobieren, wenn der schon grün leuchtet. So nicht. So auch nicht. Ah, okay. Ah, okay. Es hat geklappt. Es ist offen. Hätten wir die Lösung irgendwo... Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass ich es durch Ausprobieren gelöst habe. Hätte man die Lösung irgendwo finden können? Falls ihr es wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. So, aber dann haben wir es geschafft und können jetzt hinein in das Nest der Schlange. Okay, ich bin drin. Jetzt heißt es gewieft vorgehen wie eine Schlange im Hasenkostüm. Okay, Mission abgeschlossen. Die hat ein Haibecken. Da sind kleine Haie drin. Oh, und ein Schlüssel. Abwegig, seinen Schlüssel dort aufzubewahren. Ja, auch völlig unpraktisch. Was, wenn du den brauchst? Okay, wir gehen aber immer direkt zum Schlüssel. Die Haie kommentiert sie nicht, leider. So, dann haben wir hier noch ein Gemälde. Ist da vielleicht ein Safe hinter, zufällig? Sie hat tatsächlich guten Geschmack, das muss ich ihr lassen. Ja, ja, es ist hier sehr stilvoll eingerichtet. Was ist mit den Pflanzen? Was für ein Zufall, ich habe genau die gleichen Töpfe bei mir zu Hause. Ehrlich? Dann habt ihr wirklich einen ähnlichen Geschmack. Das sieht ein bisschen aus, als könnte es ein Code sein, ne? Aber wer weiß. So, hier haben wir noch einen Tisch. Da ist eine Vase. Ist da was drinne? Oh, was ist das? Ein geheimer Knopf. Klick. Aha, dachte ich mir doch, dass da ein Safe hinter ist. Oh, oder auch eine geheime Steuerkonsole. Wie ausgesprochen raffiniert. Wir haben eine Handkurbel gekriegt. Und hier sind irgendwelche Dinger. Da ist etwas, aber wie bekomme ich es auf? Wahrscheinlich müssen wir hier erst irgendwas eingeben. Muss ich alle wegmachen? Das hat geklappt. Okay, wir haben alle weggemacht. Und? Rechts hat sich ein Steckplatz geöffnet. Okay. Ruby, falls Sie das hören, stellen Sie schon mal eine Flasche Champagner kalt, denn ich bin bald bei Ihnen. Ah, die Spiontronic 3000, ein echter Klassiker. Ja, das dachte ich auch direkt, ne? So, wir haben hier jetzt einen Steckplatz, da muss ja aber wahrscheinlich irgendwas rein. Wir gucken uns hier erstmal weiter um. Wir haben ja noch kaum das Haus erkundet, ne? Was ist denn zum Beispiel hier im Wohnzimmer? Oh! Das ist also ihr Geheimversteck. Hat sie mich gerade eingeschlossen? Ich glaube schon, meine Liebe. Ruby LaRouche finden, abgeschlossen. Ja, aber wir müssen dem Haus entkommen. Alarmanlage deaktivieren. Okay, als erstes mal zur Vase, ne? Die haben uns bisher schon geholfen. Nein, hier ist kein geheimer Knopf. Schade. Ist hier am Tisch irgendwas? Das sieht voll verdächtig aus. Okay, dann... Oder soll ich es wieder ausprobieren? Okay.
Okay, jetzt haben wir es ja. Ein Dreieck. Passt da die Kurbel rein zufällig? Nein, das funktioniert nicht. Okay, schade. Ich weiß nicht, also falls wir noch eine Lösung dafür finden, tut es mir leid. Aber ich meine, es sind 4 Teile, das ging schnell auszuprobieren. Nette Couch. Ich sollte rausfinden, wer ihr Raumgestalter ist. Ja, das fragen wir sie später. Für eine Spionin macht sie sich reichlich wenig Gedanken über Privatsphäre. Ja, wegen den Panoramafenstern, ne? Aber hier ist ja auch niemand. Keine Zeit, die Füße hochzulegen. Hier ist irgendwas im Kamin. Oh, das sehe ich jetzt erst. Was ist da? Oh, scheiße, da hinten liegt etwas. Okay, ja, wir müssen erst das Feuer löschen. Ah, der alte Safe hinterm Gemälde-Trick. Okay, doch noch ein Safe hinterm Gemälde. Ah, wahrscheinlich müssen wir alle Kugeln. Okay. So. Easy, gar kein Problem, Miss LaRouche. Da hätten sie sich eine bessere Challenge ausdenken müssen. Ach, und hier muss diese Fliese rein. Ein Teil fehlt, die da im Feuer liegt, ne? Ja, okay, da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Was ist hier noch? Da brauchen wir einen Schraubenzieher, ne? Wo bleibt der Schraubenzieher, wenn man einen braucht? Ja, Madame, du kamst ja auch völlig unvorbereitet, ne? Nix dabei. Keine Spionage-Gadgets oder so. So, wir gehen erstmal nach oben gucken. Oh, das ist ein schönes Zimmer. Das gefällt mir. Können wir hier irgendwas spielen? Wir können was spielen. Bringt aber nichts. So ohne Notenblatt. Hier ist nichts. Okay. Wir können den Stuhl bewegen. Hat das was gebracht? Kommen wir jetzt irgendwo ran? Im Bücherregal? Eindrucksvolle Sammlung. Ob sie auch was von Fleming hat? Oh, ich weiß nicht, wer Fleming ist, muss ich sagen. Moment, ich war noch nicht fertig da oben. Ist hier was? Unterm Kissen. Oder unter diesem Kissen. Ja, das ist wirklich was. Etwas fehlt. Ein geheimer Safe. Was ist das für ein pulsierendes Licht? Etwas fehlt. Die Kurbel passt da nicht rein, oder? Nee. Okay, wie viele Safes hat die Dame denn? Okay, dann gehen wir mal nochmal zurück und gucken mal hier nach oben. Ich frage mich, ob ich hier oben etwas gibt, womit ich den Alarm abschalten kann. Nun, ein Metallschloss. Okay. Ach, wisst ihr, was mir gerade einfällt, wofür die Kurbel sein könnte? Verdammt, die Alarmanlage hat auch die Eingangstür versiegelt. Ach Mist, dann vielleicht doch nicht. Ich dachte, die könnte ja sein für das Wasserrohr, ne? Passt die Kurbel hier rein, zufällig? Handkurbel könnte mal nützlich werden. Ja, an sich schon. Wenn man wüsste, wo sie hinkommt. Da ist ein Schlüssel drin, aber da kommen wir nicht ran. Hier oben ist nur die Tür. Da brauchen wir also noch was. So, hier haben wir dieses Dreieck. Da passt aber die Kurbel auch nicht rein. Nette Couch. Hier ist aber nichts drin. Okay. In der Pflanze auch nicht. Und hier raus geht es nicht. Eingeschlossen. Ich muss die Alarmanlage aktiviert haben. Wo kommt diese Kurbel hin? Ich finde ja, dieses Loch sieht sehr kurbelig aus, als könnte da gut was rein. Aber geht nicht. Okay. Wirklich nicht. Und in der Vase ist auch wirklich nichts. Muss ich... Etwas fehlt. Geheimer Safe. Etwas fehlt. Da gehen wir mal nur dahin. Okay. Oh! Ups, ich sollte besser leise sein. Na hoppala. Ach, na hoppala. Ein Magnet. Okay, ich weiß nicht genau, was wir damit machen sollen. Aber ich finde es nicht schlecht. Eindrucksvolle Sammlung. Okay, was könnten wir mit dem Magnet machen? Den Schlüssel. Damit ziehen wir den Schlüssel aus dem Aquarium. Ein Magnet. Ja, okay. Und jetzt müssen wir vorsichtig. Nicht in die Seeigel. Vorsichtig. Wir schaffen das. Gar kein Problem. Wir sind super Spione. Wir können Schlüssel überall lang manövrieren. Oh, die Ecke. Ist... Moment. Vorsichtig.
Vorsichtig. Ja, das klappt. Na, komm. Komm hier runter. Und jetzt. Na. Komm. So. Und so. Und ich hoffe, wir wissen, wo das hier hinführt. Aber es wurde da reingeslutscht. Ah. Ach. Da ist es. Da konnten wir den Schlüssel rausholen. Metallschlüssel. Alles klar, der ist bestimmt für die Tür. Und wir mussten uns nicht mal von den Haien beißen lassen. So, dann schauen wir doch mal. Das ist der richtige Schlüssel. Okay, direkt eine Schublade. Die müssen wir als erstes aufmachen. Ein Dreieck. Genau das, was ich haben wollte. Hier in der Pflanze ist nichts. Das hier? Ein Jackschädel. Das ist einfach nur schräg. Okay, aber auffällig, dass wir den so angucken können. Ich mach mal alle Türen auf. Bisschen Durchzug hier. Rubys Arbeitszimmer, das könnte spannend werden. Haben wir hier etwa einen geheimen Plan? Ach ja, schaut mal. Da wollte sie die Bombe deponieren und da saß unser Boss. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das Zeichen wirkt fehl am Platze. Die Uniform, die sich Ruby geschnappt hat. Gott sei Dank hat die Hostess überlebt. Keine Sorge, Boss. Ich werde dafür sorgen, dass Ruby teuer für ihre Taten bezahlt. Hier haben wir ein Telefon, aber welche Nummer sollten wir wählen? Und hier? Denk dran, unterschätze Agent A nicht. Unterschätze Agent A nicht. Bring es schnell zu Ende. Von EDS. Nun, das nehme ich mal als Kompliment. Ich weiß nicht, ob das Ä so fett gedruckt ist wegen der Übersetzung oder ob das ein Hinweis ist. Und wir haben hier dieses Zeichen. Okay, das versuche ich mir mal zu merken. Hier in der Pflanze. Wie findet sie bei ihren Spionageaktivitäten noch Zeit, all diese Pflanzen zu gießen? Vielleicht hat sie Angestellte, dezente. Nichts Interessantes. Und ich dachte mal, Ruby hätte guten Geschmack. Okay, ist an der Uhr irgendwas besonders vielleicht? Das ist die falsche Zeit. Ach, aber wie spät ist es denn? Okay, wir müssen eine Uhrzeit rausfinden irgendwo. Und das Grammophon, das ist bestimmt für unsere Kurbel. Passt. Da fehlt etwas. Ach, schaut mal, Schraubenzieher. Ehrlich, wer steckt einen Schraubendreher an ein Grammophon? Er sitzt auf jeden Fall fest. Wie, wir kriegen den da nicht raus? Ja, wir brauchen noch eine Schallplatte. Ach, hier liegt hier eine. Okay, ja, dann setz die mal ein. Die Schallplatte. Ich frage mich, was für Musik sie wohl gerne hört. Ja! Hey, da ist gerade was rausgeflogen. Okay, perfekt. Wir haben einen Schraubendreher. Und wir haben das Grammophon völlig überlastet. Aber das wird schon... Dem geht's schon gut, dem Grammophon. Keine Sorgen. So, was haben wir hier noch? Ach, hier waren wir gerade, ne? Hier waren wir gerade. Was haben wir hier drüben noch, meinte ich natürlich. Nette Aussicht, aber ich bezweifle, dass ich hier etwas Sinnvolles finde. Ach, man weiß nie. Oh, Aloe Vera. Was für ein komischer Name für eine Pflanze. Als würde man seine hawaiianische Tante begrüßen. Können wir uns hier vielleicht ein bisschen Parfüm klauen, wo wir schon mal da sind? Französisches Parfüm, sie hat einen exquisiten Geschmack. Ja, und wir lassen ihr Wasser laufen. Nimm das, Ruby. Guck mal, was haben wir denn hier drin? Noch so ein Dreieck. Okay, noch ein Keilstück und ein Schalter. Aha! Wow, ein geheimer Schutzraum. Ein Handtuch. Jetzt brauche ich nur noch einen Whirlpool, einen Cocktail und... Nein, Agent A, bleib bei der Sache. Okay, ja, ich gebe mir Mühe. Was ist das hier? Ein Teleskop, okay. Außerdem... Oh, oh. I see you found my safe room, Agent. Though you're still no closer to finding me. Gemein. Okay. Das werden wir noch sehen, Ruby, auf jeden Fall.
Hier sind irgendwelche Leitungen. Okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wir machen den Schutzraum erstmal wieder weg. Und machen mal das Wasser aus. Das arme Wasserwerk kann ja auch nichts dafür, dass hier halt so eine Superspionin wohnt. So, ist hier noch irgendwas? Interessantes Label-Design. Was für eine Lotion ist das? 3 Striche. Ist das auch ein Hinweis? Ist alles ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Können wir die Dusche anmachen? Ja. Keine so gute Idee, nach den Martinis von vorhin jetzt laufendem Wasser zuzuhören. Stimmt, die hat gar kein Klo, ne? So viel Bad und so wenig Toilette. Na gut, was ist denn hier oben? Oh, sie hat eine Katze. Hallo? Das kleine Kätzchen mag wohl keine Geheimagenten mit makellosem Geschmack und Stil. Ja, das muss es sein. Aber die bewacht irgendwas, ne? Das brauchen wir bestimmt noch. Liegt sich bestimmt bequem auf dem Bett, aber ich habe gerade keine Zeit für ein Nickerchen. Ist hier was drinne? Aha! Dafür brauchen wir diese Teile. Da brauchen wir aber noch richtig viele. Nachos. Ach Mist, das ist nur eins von den teilförmigen Teilen. Okay, ist unter den Kissen noch irgendwas? Noch eine Vase. Wozu braucht man so viele Vasen? Nur ein Fußhocker. Keine Zigarren. Schade. Was ist hier oben noch? Aha! Noch so ein Keilstück. Und hier? Ah, ein Würfel. Der muss bestimmt unten in diesen Slot, den wir da freigeräumt haben. Wenn ich nur die Ruhe hätte, die Aussicht zu bewundern. Die Pflanzen bewegen sich. Ach, das müssen wir bestimmt so einstellen, wie das unten ist. Ja, genau, perfekt. Also die 2 unten und die 2 oben. Ich zeige es gleich nochmal. Und hier ist erstens ein Keilstück und zweitens kann hier unser Teleskop hin. Die Linse fehlt. Ja, die bewacht die Katze. Bin ich mir sehr sicher. Hier, schaut mal, da sehe ich es doch. Wir setzen hier schon mal die Teile ein, würde ich sagen. Und der hier kann auch... Na, komm her. Der kann auch schon mal rein. Dann haben wir unser Inventar nicht so voll. So, dann haben wir hier oben alles angeguckt. Dann können wir jetzt einmal diesen Würfel hier einsetzen. Ach, guck mal, hier übrigens, ne? Die 2 Pflanzen oben, die 2 Pflanzen unten. So mussten wir das einstellen. So, dann schauen wir doch mal den Würfel hier rein. Passt perfekt. Oh, und wir kriegen ganz viele Würfel. Und was muss ich damit machen? Irgendeine Farbkombi, okay. Weiß ich jetzt noch nicht, wo wir eine Farbkombi gesehen haben, aber wir müssen bestimmt die richtige einstellen, wenn wir eine haben. So, wir gucken erstmal, was hier noch drin ist. Ein Laser, na toll. Ich sollte nach etwas suchen, das den Strahl umlenkt. Ich finde, diese Würfel wirken so, als könnten sie das machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Und wir können die ja auch nicht mitnehmen, ne? Wir können die nur hin und her stellen. Habt ihr irgendwo einen Farbcode gesehen? Ich weiß es nicht so recht. Hier war nichts. Hier war dieses Zeichen noch, dieses Unendlich-Zeichen. Aber, und hier konnten wir auch noch eine Uhrzeit einstellen. Boah, die Frau hat wirklich zu viele geheime... Oh, ach! Oh, schaut mal. Ach, weil wir das heiße Wasser angemacht haben, ist jetzt hier im Dampf die richtige Uhrzeit. Mensch, das habe ich voll übersehen. Das muss vorhin schon da gewesen sein, ne? Okay, dann stellen wir es mal ein. So. So. Ein Diamant. Aha, da haben wir doch etwas, das den Strahl umlenkt. So, nichts wie zurück. Hier nach hinten. Und, na? Ihre Fallen sind diesem Geheimagenten nicht gewachsen, Ruby. Alarmanlage deaktivieren, abgeschlossen. Cool, jetzt können wir hier raus. Und jetzt können wir natürlich auch wieder hinten raus, ne? Ich sollte vorsichtig sein. Ruby könnte noch dort draußen sein. Die ist bestimmt schon längst geflohen, vermute ich. Kapitel 2. Die Jagd geht weiter. Aber wir haben doch noch so viel zu lösen gehabt. Ach, wir gehen auch noch mit. Okay. Oh oh, ja, da möchte ich in der Tat nicht hineinfallen.
Sie können sich nicht ewig hinter diesen billigen Tricks verstecken, Ruby. Ich werde sie schon früh genug finden. Okay, aber ich würde sagen, wenn wir schon ein Kapitel geschafft haben, dann ist das vielleicht eine gute Stelle, um einen Cut zu machen. Und Kapitel 2 lösen wir dann in der nächsten Folge von Agent A, A Puzzle in Disguise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.